ganz vergessen. Danke, dass Sie mich erinnern. Ich kümmere mich darum. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich rieche Alkohol. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Dann hat er nicht noch einen abgelaufenen Ausweis gehabt, der Typ davor? Ich weiß es nicht. So. Okay. Einmal aussteigen. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Also die Autofahrer, muss ich echt sagen, die sind hier irgendwie alle ein bisschen schräg drauf, wa? Drohungstest, wie die schaut, okay, ey. Wir schauen voll cool. Nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Jap. Jap. Muss ich dazu noch was sagen? Die kann da kaum noch stehen, die Alte. Ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Im Liegen ist sie besser dran. Dann fällt sie nämlich nicht mehr um. Okay, Handschellen anlegen, Betäubungsmittel, Alkohol. Ich muss Sie wegen Trunkenheit am Steuer festnehmen. Bitte kooperieren Sie. Was? Ja. Und weil du jetzt noch so brav bist, werde ich jetzt erstmal ein Auto durchsuchen. Weil ich nicht weiß, ob da noch was anderes drin ist. Wenn du schon so bist. Beim Brief ist in Ordnung. Hier. Abschleppen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Aber bitte kommt schnell, sonst fliegt die hier noch rum. Die ist nämlich froh, wenn sie überhaupt noch auf zwei Beinen stehen kann. Nicht mehr auf einem Bein. So. Dann bist du jetzt auch dran hier. Fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ach ja. Der nächste. Also die halten ja alle Schlange, wa? Fahrzeug, abgelaufenes Kennzeichen. Ich habe Sie angehalten, weil Ihr Kennzeichen nicht aktuell ist. Ach ja, das ist aus dem Vollbörner, der Alkohol, Drogen, abgelaufenes Kennzeichen, qualmender Auspuff, getönte Scheiben. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer, bitteschön. So, mal gucken. Du bist privat, also musst du alles dabei, beide dabei haben. Okay. Erstmal aussteigen. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Hier stimmt was nicht. Ja, okay. So, bleib mal bitte stehen. Erstmal Verstoß bestrafen. Fahrer. Kein Versicherungsschutz. Strafzettel. Ich belege Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld. Warum ist das so teuer? Na, es kommt jetzt noch teurer, weil du jetzt so unfreundlich warst. Hier, Fahrzeug. Abgelaufenes Kennzeichen. So. Ich werde Sie mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen eines abgelaufenen Kennzeichens belegen. Warum ist das so teuer? Ja, jetzt darfst du weiterfahren. Sei froh, dass du nicht Alles mehr klar. hast. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Gut. Fährst du mal mit deinem Schrotthaufen weg hier? So, die 6 bin auch. Hey, fahren Sie an den Straßenrand! Der ist mal in Ordnung soweit. Meine Güte, jetzt habe ich den jetzt auch mal hier. F. Das ist ja hier eine Massenabfertigung. Gott, der hat definitiv Alkohol. Ich muss Sie festhalten, weil Ihr Fahrzeug zu viel Qualm ausstößt. Der kann ja kaum noch gerade sitzen. Das sei repariert worden. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. So. Nach Führerschein und Fahrzeugpapiere. Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Erstmal kein Versicherungsschutz. Okay. Alkohol? Alles klar.
Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie. Also zwei Strafbestände sind da, also Auspuff und kein Versicherungsschutz. Und Alkohol. Drei. Komm, mach doch nochmal einen Sechser im Lotto. Bitte Drogen. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Amphetamine, gut, den Drogeneinfluss lasse ich jetzt mal weg, weil Amphetamine, muss man gucken. Fahrer, kein Versicherungsschutz? Sie bekommen hier einen Strafzettel wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Okay, dann hat dein Anwalt heute ein bisschen mehr Arbeit, wa? Fahrzeug, qualmender Auspuff. Ich werde Ihnen einen Strafzettel wegen rauchenden Auspuffs ausstellen. Das macht dann zwischen 300 und 400 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja, den Rest kannst du gleich im Gefängnis abarbeiten. Einmal die Seife aufheben. Denn du kriegst das Handschellen dran. Betäubungsmittel, Alkohol. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte kooperieren Sie. Bitte, tun Sie das nicht! Na, ich sehe ja gar nicht mehr. Gut, dann einmal hier durchsuchen. Gut, hat er ja noch Glück gehabt. Aber der muss dann auch weg. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Hey, hey! Fahren Sie an den Straßenrand! Ach du Scheiße. Gut, na dann. Alles klar? Ich habe hier eine verletzte Person, ich brauche einen RTW. Die sind erstmal wichtiger als der Unfall. Okay, F. Erstmal Führerschein. Ich hätte gerne Ihren Führerschein und wenn möglich die Fahrzeugversicherung, bitte. Ist das hier ein Lärm? Okay, Officer, bitte. Ist das echt ein Lärm? Ausweis ist abgelaufen. Aber welcher Ausweis? Alle beide. Okay. Alle beide Ausweise sind abgelaufen. Dann schauen wir mal. Erzählen können Sie mich, was Sie gesehen haben? Ich bin immer noch geschockt. Diese Person ist in Schlangenlinien gefahren. Der Schock ist größer als der Schmerz. Okay, dann machen wir jetzt einmal den Alkoholtest. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Okay, doch, das kriege ich hin, denke ich. Gut, hast du schon mal Glück gehabt und Drogen? Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Okay, das ist super, dass du nichts hast. Verstoß bestrafen, Fahrer. Ja. Es gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Pech gehabt. Dann kriegst du mich jetzt noch einen. Fahrer. Okay, was haben wir denn hier? Können Sie mich hören? Sie bekommen einen Strafzettel wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz, glaube ich. Gut. Ich muss jetzt, also, Hanni muss jetzt den ganzen Mist selber tragen, der hier ist. Jetzt muss ich da rüber. Jetzt muss ich hier rüber zu dieser Frau. Nein. Ansprechen. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. Kann der mal aufhören mit seiner Sirene, die nervt. 21. Gut, nur der Ausweis ist abgelaufen. Du bist ohne Dingsausweis. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich bin ganz normal gefahren. Okay. Was okay. Ist hören Sie mich? Dann kriegst du erstmal. Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Das hier? Soll das ein Witz sein? Da steht ja kaum was. Können Sie alleine gehen? Ja, Alkoholtest. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Und Alkoholeinfluss gefahren. Mhm. Du kommst auf jeden Fall schon mal hinter Gittern. Der Frauenknast. Ich nehme eine Probe, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Oh, THC. Okay.
Ich werde dich aber wegen Alkohol mit festhalten. Du hast erstmal ein Personalausweis abgelaufen. Ich werde sie mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen eines abgelaufenen. Aber ich muss mal gucken. Sind alle beide Autos hier gekennzeichnet? Warum ist das so teuer? Nur das Beste kommt ja noch. Und Handschellen anlegen, Betäubungsmittel, Alkohol. Sie sind festgenommen, da Sie betrunken gefahren sind. Bitte kooperieren Sie. Bitte, tun Sie das nicht. Doch, mache ich. So, einmal hier. Fotokamera. Jo. Super. Ist hier noch irgendetwas? Ja. Okay, das ist ja schon mal klasse. Okay, dann nehme ich die jetzt mal wieder zurück. Ich muss mich noch die beiden Dinger hier scannen. Okay, du hast Glück gehabt. Windschutzscheibe ist auch nicht in Ordnung. Gut, du kannst jetzt erstmal hier. So, F nochmal. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Okay, und laufen lassen. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. So, du wirst erstmal hier durchsucht. Ich habe einen illegalen Gegenstand gefunden. Scheiße. Alter. Handschellen abnehmen. Verstoß bestrafen Fahrer. Nee, weg, weg, weg. Handschellen abnehmen. Die Handschellen kommen ab. Du kriegst aber gleich wieder neue dran. Na, so. Handschellen, Betäubungsmittel, Waffen. Illegale Waffen. Ich muss Sie wegen Mitführens einer Waffe ohne gültigen Waffenschein festnehmen. Was? Ja. Und weil es kommt ja noch besser, Fahrzeug, gesprungene Scheibe. Strafzettel. Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen einer gesprungenen Windschutzscheibe ausstellen. Und das ist ja noch nicht das Beste. Dollar. Ach, kommen Sie schon, so viel? Kannst du auch abarbeiten bei mir. Gut, und das Beste kommt ja jetzt noch. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Gut, na komm. Ja, ich weiß, ich möchte gerne weitermachen. Und schau dir doch tief in die Augen. So, F. Abschlepper. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort. So, ich bin ja noch nicht fertig mit meiner Arbeit. Fahrer. Fahrzeug. Qualmender Auspuff hier. Ich muss Sie festhalten, weil Sie mit einem qualmenden Auspuff fahren. Es ist ein altes Auto. Es qualmt, ja, aber ich würde es gegen kein Auto der Welt eintauschen. Na, so alt sieht es aber nicht aus. So. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. So, okay. Okay, ich habe die eigentlich wegen dem Personalausweis aus, wird dann wahrscheinlich daraus gemacht. Du bist soweit in Ordnung, aber dein Auspuff ist ein Problem. Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen Fahrens mit rauchendem Auspuff ausstellen. Das macht 300 bis 400 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Na, aber klar doch. So, na dann, laufen lassen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Gut. Haben wir hier ordentlich was geleistet, wa? Hier, das Auto muss auch noch weg. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position?
Wo muss ich lang? Ich laufe schon mal in die richtige Richtung. Da hinten muss ich hin. Ey, es war doch echt mal eine abgefahrene Schicht, muss ich sagen. Also, ich hatte ja echt zu tun gehabt. Ich hatte ja hier Schichten, wo ich das gedacht habe, passiert überhaupt noch etwas. Und jetzt hier bin ich heute hier bei den zwei Aufnahmen und es ist hier volles Rohr zu tun. Also nicht schlecht. So, Graffiti Vandalismus freigeschaltet. Halte die Augen nach Graffiti Spray an. Offen und erwische dabei. Okay. Noch was? Du hast einen neuen Stadtteil freigeschaltet. Den können wir uns ja gleich mal anschauen. Auf der Karte. So, verlassen. Bestätigen. Hier, Downtown. Mhm. 7 von 10? Was heißt denn hier 7 von 10? Wahrscheinlich Sterne. Ah, 7 von 10 Sternen. Ah, ich bin ja noch nicht richtig durch, wa? 1500. Na, ich werde wahrscheinlich dann hier nochmal ein bisschen machen. Wir können uns das ja auch nochmal anschauen dann. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.